Einen wunderschönen wünsche ich euch und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Ich sitze mal wieder im Objekt 260, bin jetzt hier auf Red Shire gelandet, das Ganze auch noch gegen 8er, 9er, 10er. Also an sich richtig entspannt, gibt keine Artis, ein Leid, kommen wir also auch ganz gut mit klar. Ich habe mir gedacht, jetzt hier direkt am Anfang vorne, also hier rechts vorne auf die Heavy Flanke in die Mitte reinzufahren, fände ich ein bisschen doof. Ich will erstmal wissen, wo wir den S-Conk erwarten können. Also er wird hier kommen, höchstwahrscheinlich. Ich will aber vermeiden, hier zu sitzen, wenn er hier ist. Ne, wenn er hier kämpfen, also wenn er sich hier hinsetzen möchte, will ich anstatt hier sitzen, hier oder im besten Fall vielleicht auch hier sitzen. Weil wenn der S-Conk sich hier in diesen Zeppelin reinstellt, ihr seht es hinter mir, wir haben hier zwei Skorpione. Wenn die sich schon hier hinten reinstellen, ne, einfach Minimap-mäßig da mal ein bisschen drauf achten. Wenn hier hinten TD stehen, die eigentlich nur schießen können, wenn ihr dafür sorgt, dass die Leute kommen, ne, also dass halt S-Kong 50 TP ein bisschen Druck machen. Im besten Fall, um hier das mal ein bisschen zu zeigen, die Skorpione, die können hier in die Mitte hochschießen. Die können hier schießen, wenn die Leute um die Ecke pieken. Und falls die Leute noch weiter vorfahren, können sie halt schießen, so wie sie hier den Hügel passieren wollen. Und da kann man ja mal gucken, ob man sozusagen die Gegner ein bisschen kommen lassen kann, so wie den 50 TP jetzt. Ich dachte mir jetzt, okay, S-Kong, der ist in die Mitte hin beschäftigt, der braucht noch einen Moment, bis er da ist. Kann ich mal gucken, ob wir die ISO ärgern können. Konnte ich auch machen. Ich mag halt hier diese Seitenposition extrem gerne, wenn wir einen Light haben, ne, der so wie hier in den ins Flussbett reinfährt, dann ist es ja regelmäßig so, dass er hier die Leute auf den Hill aufmacht. Und wenn man dann sozusagen hier gerade schussbereit steht, dann kann man ja da ganz gut reinschießen. Auch als Heavy, ne, solange die Gegner keinen Druck machen. Ich finde, die Runde hat ja 15 Minuten Zeit und ich finde es immer deutlich angenehmer, wenn man länger spielt, als man in einer Warteschlange hockt. Dementsprechend lasse ich mir halt persönlich auch gerne mal Zeit und sehe halt einfach ganz oft kein Druck. Ne? Also hin und wieder, klar, gibt immer mal Situationen, wo man mal wirklich Druck machen muss, dass man irgendeinen Move direkt wirklich anbringt. Weiß ich nicht, dass irgendein Gegner mal platzt, dass man irgendeine Schlüsselposition einnimmt und. Aber wenn das Game dann doch halt eher statisch ist, ne, man sich eher so ein bisschen aufeinander hockt, dann kann man ja mal hier links, rechts gucken, ob man irgendwas trifft. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich habe mich jetzt hier wieder auf meine Position hingestellt. Man könnte dagegen halten, würde ich jetzt beim E3 zum Beispiel sitzen, würde ich ja auch meinen Schaden machen. Auf der Seite ja. Ist aber natürlich immer dieses Argument, hier habe ich halt deutlich weniger Risiko, selber Schaden zu nehmen. Aber auch die Chance ist halt aber auch geringer, dass ich Schaden machen kann, weil ich muss wieder auf den Spot von anderen warten. Hier bei S-Conk und Co. kann ich schießen, weil ich mache die Leute selber auf. Ne, das hat alles sein Für und Wider. Und ihr merkt auch in der Runde, ich wusste nicht so recht, wohin mit mir, ne? Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich reingefunden habe. Jetzt dachte ich hier, okay, ich wusste zwar, der Heavy, der hier tot vor mir liegt, der wurde von dem Leopard hinten gekillt, aber ich kann mir den Heavy auch dann hier so hinlegen, dass mir der Leo nichts kann. Ich wollte halt von hier auf S-Conk und Kanaven schießen, aber irgendwie, ihr merkt, das soll nicht. Wie man es macht, macht man es falsch. Okay, was hat er jetzt vor? Er platzt einfach mal ganz kurz. Aber zumindest, ich habe auch relativ schnell gemerkt, jetzt hier an der Pose wird es nicht so viel. Der, was war das hier, der Med, der das 430 gerade, das war ja eher lucky, dass wir da einen Kollegen hatten, der eigentlich in die nächste Runde wollte.
Aber ich glaube, um jetzt hier was vom Frischfleisch noch abzukriegen, muss ich selber rauffahren. Dafür können wir wieder das 430 nutzen, einfach ein bisschen den Panzer hin und her schieben. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, S-Conk hat eh gerade geschossen, können wir eh mal fix rausnehmen. Dann ist mir das Wrack dann doch erstmal egal. Und jetzt ist eigentlich nur noch abschmatzen, wenn wir jetzt hier noch den einen oder anderen Schuss wahrscheinlich abkriegen. Kann mir halt von oben in die Wanne reinschießen. Das ist winkelmäßig relativ gut gerade am Start. Und er schießt auch noch recht fix. Oh, jetzt kommt der nächste Fehler, den ich mache. Zack. Ich war noch gespottet, wenn ich nicht sogar dauergespottet durch die Torte bin von vorne. Die sitzt da genau hinten in den Büschen drin, wo ich gerade hinpinge. Er ist auch nicht reingegangen. Also Fehler, ich habe nicht nach dem Kanaven habe ich nicht gewartet, dass ich zugehe und bin direkt vorgefahren. Ist immer wieder ein Fehler, nicht nur wenn es eine Arti gibt, auch, ne, auch so, ihr habt es gemerkt. Das heißt auch wiederum, wir wissen, Leo und, also ne, Torte und auch gegebenenfalls Leo noch, sitzen hinten an dem Eck da. Das heißt, da wo der E3 war oder ist und wir gerade Druck machen wollten, ist nicht mehr. Wenn wir hier jetzt weiter vorfahren wollen, müssen wir das so machen wie der Scorpion. Er hat zwar gerade irgendwie geschluckt. Ich konnte es mir nur erklären, dass hier in dem Baum wieder der Leo drinne sitzt, aber auf der anderen Seite gehe ich auch nicht auf. Dementsprechend, ich wusste nicht so recht, wie er jetzt aufgegangen und Schaden bekommen hat. Einmal die Bäume umwerfen, dann die Bäume nutzen, um nach links zu spotten. Peu à peu, da haben wir eine Su. Zack, der können wir geben. Der Skorpion beendet. Spot haben wir auch noch gekriegt. Den können wir doch auch sehen da hinten. Ne, nicht den, sondern ihn, genau. Zack, leider nur getrackt. Wunderbar. Er ist auch Geschichte. Wir haben gerade auf der Minimap gesehen, Jagdtiger, der sitzt hier hinten. Und zwar so, dass er also nicht in meine Richtung spotten kann. Dementsprechend fahre ich gerade so auf die Torte rauf. Die sitzt ja ein bisschen weiter hinten. Ne, die sitzt nicht direkt hier vorne, sondern ein bisschen weiter hinten. So dass ich halt so spät wie möglich aufgehe. Ist zwar risky, weil ich nicht weiß, wo der Leo ist. Hat jetzt hier aber in dem Fall wunderbar funktioniert. Wäre der Leo hier hinten, da ist ja, ne, wo haben wir es hier, diese Bäume. Wenn er da gesessen hätte, wäre ich natürlich aufgegangen. So viel HP habe ich jetzt auch noch nicht, also nicht mehr. Hatte ich also ein bisschen Glück, dass er nicht da ist. Okay, jetzt gehen wir auf. Entweder, ne, von da war es nicht, dann von hier, von A4. Ne, dadurch, dass der T30 gerade rübergefahren ist, konnte der Gegner nicht hier sitzen, weil der Jagdtiger hat mich nicht aufgemacht, sondern es war ein Gegner, der hier sitzt, höchstwahrscheinlich der Leo. Und auch hier, ich fahre so auf ihn rauf, dass wenn er in meine Richtung spottet, also guckt, er mich nicht kommen sieht. Ich verrate mich zwar ein bisschen jetzt gleich indirekt, weil ich durchs Cap fahre, aber ich kann halt nicht durch ihn beschossen werden. Und das ist im Moment mein Ziel, weil ich will nicht als One-Shot bei ihm ankommen. Weil dann heißt es, wer trifft besser? Oder ne, ist ja im Reload, also ist ja schneller nachgeladen, bevor ich halt bei ihm bin. So kann ich jetzt auf ihn rauffahren. Ich werde zwar einen kassieren wahrscheinlich von ihm, aber die ganze Chance wird er nicht mehr überleben. Zack, da ist er tot. Jetzt haben wir nur noch den 114er. Der hat sich als Top-Tier, ich glaube, ein bisschen zu krass ins Abseits gestellt. Hat zwar jetzt auch 4 Kills. Aber wenn ich mir überlege, dass er jetzt hier 10 Minuten lang in dem Eck hockte. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich habe nicht erwartet, dass er piekt. Das habe ich nicht kommen sehen.
Obwohl wir am Anfang echt also sehr krass rumgetingelt haben und eigentlich nicht wirklich viel gemacht haben in den ersten paar Minuten, konnten wir am Ende dennoch hier doch ein bisschen was reißen. 4 Kills durfte ich machen, 4756 Schaden machen, 560 sind gebounced und 2392 haben wir noch unterstützt. Das Ganze geht zu Ende mit einem Überlegenheitsabzeichen Stufe 2 und ich weiß nicht, ob es verdient war. Auf jeden Fall jetzt hier mit 1113 XP auf dem ersten Platz gelandet. Trefferbild 18, 12, 11. Ja, so 2 Drittel circa. Und einmal ganz kurz luschern. Ich wollte mal wissen, ja, ein Schuss auf die Torte blind hat sogar getroffen gehabt. Hatte mich hier nämlich, weil ich glaube 4700 waren in der Runde nicht angezeigt worden. Aber weil Only Gold im 260 sind wir jetzt hier bei 43.546 Credits im Minus angelangt. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.